Und da möchte ich im ersten Schritt die Modellstruktur von Vicardo nochmal erläutern und darstellen. Warum sehen wir nichts? Haben Sie schon ein bisschen gelernt heute, die neue Modellstruktur? Das Auge ist durchgestrichen, ne? Und das können wir jetzt mal wieder einschalten. Dann sehen wir jetzt unser Gebäudemodell. Und der Aufbau, die Modellstruktur ist jetzt hier oben die erste Hierarchie sozusagen, ist das ein Modell als solches, wenn wir das Ganze jetzt weiter aufmachen. Vielleicht auch hier mal so ein kleiner Tipp, wenn so eine Struktur schon offen ist, mit der Steuerungstaste gedrückt halten und Minus kann man Strukturen, Hierarchien zumachen und mit Plus kann man einzelne Stufen wieder aufmachen, also wie im Windows Explorer quasi. Ja, dann sehen wir als nächste Struktur sind die sogenannten Abschnitte. Also wir haben einen Abschnitt, wo die Außenanlagen abgespeichert wurden. Auch wenn ich das jetzt hier das Sehen wieder ausschalte, dann sehen wir also, dass alle Außenanlagen ausgeschaltet werden. Und die nächste Stufe sind entweder wie hier sogenannte Niveaufolien. Das sind einzelne 3D-Folien, die man sich anlegen kann. Die sind dann ganz unabhängig von Geschossen, wird häufig das Gelände benutzt. Das Gelände ist ja in der Regel kein Geschoss zugeordnet, also im Erdgeschoss oder Kellergeschoss, sondern ist ja eher dem Modell an sich zugeordnet, das sind also sogenannte Niveaufolien. Ja, das klassische Geschoss ist dann halt eben der Abschnitt Gebäude. Also in dem Abschnitt ist das Gebäude strukturiert worden in diesem Fall. Und da gibt es dann halt die einzelnen Geschosse. Ja, wir haben also einmal die Attika, das hier ist im oberen Bereich. Auch hier kann man eben durch einen einfachen Klick das ein- und ausschalten. Und wir haben das Obergeschoss hier und wenn wir das mal aufblättern, dann kommen die einzelnen Geschossfolien. Das ist wäre so von der 3D-Struktur die unterste Stufe. Ich habe einzelne, machen das vielleicht mal so, dass wir die Außenanlage mal ausschalten und vom Gebäude Attika und Obergeschoss auch mal ausschalten, dass wir uns einfach mal auf das Erdgeschoss konzentrieren. Da haben wir jetzt einzelne Geschossfolien und die kann ich natürlich auch ganz einfach jetzt ein- und ausschalten. Das ist so die 3D-Struktur sozusagen von einem Gebäudemodell. Warum zeige ich das? Weil zum Beispiel, so wie wir es jetzt hier sehen, eine Anforderung an Sie herangetragen wird vom BIM-Manager zum Beispiel, das sagt, okay, wir brauchen jetzt irgendwie vom Erdgeschoss einen Rohbaubereich als IFC-Datei. Es wird sehr selten passieren, dass Sie das gesamte Gebäudemodell als IFC-Datei zur Verfügung stellen. Ja, wenn das Gesamte halt eben auch nur in bestimmten Strukturen, Rohbau oder Einrichtung und so weiter. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass Sie halt diese Strukturen nutzen, um das auch so vorbereiten zu können. Die Folien als solches, das ist von der 3D-Strukturierung die unterste Hierarchie, es geht dann halt noch weiter. Wir können jetzt noch eine weitere Struktur dazu schalten, das sind die sogenannten, ich schalte mal die Decke nochmal dazu, die sogenannten Kategorien, die kennen Sie auch aus früheren Versionen. Das war dann unter Sichteigenschaften, ist man hier auf Kategorien gegangen und dort konnten Sie ja Kategorien ein- und ausschalten. Das, was Sie hier sehen, ist jetzt auch hier in dieses neue Fenster der Modellstruktur mit übernommen worden. Und da können Sie natürlich dann auch sagen, okay, es gibt die Kategorie Decke, es gibt auch Dämmstreifen. Die Dämmstreifen möchte ich nicht sehen, ich möchte die Schlitze nicht sehen und so kann man sich das Ganze dann zusammenstellen. Also auch die Dämmung der Gründung, das kann man halt dann ein- und ausschalten. So, wenn ich die Decke jetzt mal wieder wegschalte und die Wand hier mal anklicke, das ist ja dann hier in meinem Erdgeschoss die Standardfolie, das ist ja bekannt, dann sehen wir halt auch hier Kategorien. Und was vielleicht auffällt ist, es gibt eine Kategorie Außenwand. Ja, und es gibt eine Kategorie Innenwand tragend und nicht tragend. Das ist ja heute schon ab und an mal angesprochen worden. Das sind eine neue Möglichkeit, benutzerdefinierte Kategorien sich anzulegen. Bisher kannten Sie eine Kategorie Wand, das war es dann. Ja, und jetzt haben Sie halt die Möglichkeit, anwendungsspezifisch Innenwände tragend, nicht tragend, sich Kategorien zu definieren. Und das ist natürlich dann halt auch ganz wichtig bei der Übergabe als IFC-Datei, wo es dann vielleicht heißt, also ich brauche jetzt alle tragenden Bauteile in meinem Gebäudemodell. Und dann können Sie halt dann eben alle tragenden, die in diesem Fall, also nicht tragende Wände zum Beispiel auf einen Schlag auch einfach ausschalten über die Kategorien. Jetzt sind wir von der Struktur noch nicht ganz am Ende.
Wir haben auch die Möglichkeit, jetzt noch zusätzlich in diesem Modellfenster, in diesem Modellstrukturfenster, auch die Bauteile sichtbar zu machen, ja, die zum Beispiel hier in der Kategorie Außenwand liegen. Sie sehen, das ist die Wand, die wir hier gerade markiert haben, die kriegt hier einen Haken. Und über diese Struktur können Sie dann halt auch einzelne Bauteile markieren. Vielleicht wollen Sie die auf einen Eigenschaften verändern von allen markierten Bauteilen. Das können Sie über diese Haken machen. Sie können aber auch hier in der Visualisierungssicht in diesem Fall einzelne Bauteile halt anklicken, dann werden die halt markiert. Das wäre jetzt von der Modellstruktur die unterste Hierarchie, was Sie halt eben schalten können, ein- und ausschalten können, beziehungsweise hier markieren können. Was in diesem Fall halt auch noch ganz wichtig oder interessant ist, bleiben wir mal ruhig bei dieser einen Wand hier. Dieses Bauteil können Sie schreibschützen, also einen Schreibschutz setzen. Das bedeutet, diese Wand ist nicht mehr änderbar jetzt. Die bleibt so, wie sie ist. Und die kann also nicht geändert werden. Wenn ich auf Eigenschaften gehe, dann kann ich die Eigenschaften einsehen. Ich kann zwar versuchen, was zu ändern, aber es wird nicht übernommen an der Stelle. Ja, und das kann ich halt für einzelne Bauteile, wo man wirklich sagt, also die müssen so bleiben, da darf sich nichts dran verändern, egal was ich da drumherum mache, dann können Sie halt eben den Schreibschutz setzen oder halt auch dann wieder aufheben dann zu einem gegebenen Zeitpunkt, je nachdem, wie Sie das dann gerade brauchen. Ja, wir haben also die Strukturen gesehen, also es ist Geschoss und Folie und da komme ich schalte jetzt mal wieder die Informationen mal aus hier, dann wird das ein bisschen übersichtlicher und vielleicht auch die Kategorien zunächst einmal. Folien legen wir ja an, um die Bauteile unterschiedlich zu strukturieren, also nicht in einer Folie Standard zu arbeiten. Wer arbeitet von Ihnen nur mit der Folie Standard? Traut sich keiner, die Hand zu heben? Ja, das tun in Zukunft nicht mehr. Das hat jetzt nichts unbedingt mit dem Export von IFC-Dateien zu tun, dass Sie mit Geschossfolien arbeiten, sondern das hilft Ihnen auch bei der täglichen Arbeit, das Modell besser zu strukturieren. Spätestens, wenn Sie Ausführungsplanung machen, werden Sie in diesen Punkt kommen. Vielleicht ist es bei der ersten Vorplanung nicht ganz so interessant, jetzt Folien anzulegen. Da fängt man einfach mal an und zeichnet. Und dann will man im Nachgang das vielleicht auch neu strukturieren. Wie hat man das bisher gemacht? Der erste Schritt ist natürlich Folien anlegen, logisch. Das machen wir auch. Das können wir aufrufen über rechte Maustaste, Modellstruktur oder auch über das Registermodell da oben direkt. Und dann kommen wir ja in die neue Verwaltung. Das haben Sie heute auch schon, glaube ich, öfter gesehen. Wichtig aus meiner Sicht ist hier, dass wir das gesamte Gebäudemodell in ihrer Struktur auf einen Schlag halt auch sehen. Ja, dass wir sehen, also was ist hier im Obergeschoss los, was ist im Erdgeschoss los, wie sind da die Höhen und so weiter. Auch hier Steuerungstaste Minus schließt die ganze Struktur auf einen Schlag, also wenn Sie sehr große Projekte haben und dann kommt man unter Umständen schneller an die Stelle, wo man hin möchte. Also ich möchte ja ins Erdgeschoss gehen, weil ich da eine neue Folie anlegen möchte. Und zwar möchte ich, ja, ich gehe nochmal kurz raus, diese Unterzüge, die hier sind, die habe ich nicht in einer speziellen Folie abgelegt. Wie kriegt man raus, in welcher Folie die aktuell liegen? In der 2018 gibt es eine neue Schaltfläche. Die kann man auch im ersten Schritt dazu nutzen, um mal eben ganz schnell zu gucken, wo liegt dieses Bauteil eigentlich drin. Und das ist halt in der Folie Standard. Ja, und ich erzeuge mir jetzt eine neue Folie, also im Erdgeschoss eine neue Geschossfolie. Die nenne ich jetzt Unterzüge zum Beispiel. Ja. Das ist das Erste, was wir ja machen müssen. Das haben Sie bisher ja auch so gemacht. Und dann können wir alle Bauteile, die ich jetzt in diese Folie Unterzüge überführen möchte, neu zuordnen möchte, auswählen. Bisher Zwischenablage kopiert, eingefügt. Jetzt installieren Sie 2018 oder kaufen die 2018. Und dann gibt es diese Schaltfläche, die wird dann immer dann aktiv, wo es zulässig ist. Und dann sehen Sie als Erstes, alle drei markierten Bauteile sind in der Folie. Wo sollen sie rein? In Unterzüge, genau. Das ist der Klick, den Sie machen. Und damit wandern die in die neue Folie. Warum sind sie nicht zu sehen? Sind sie weg? Genau. Ja, und das ist natürlich jetzt wunderbar. In der neuen Modellstrukturfenster sieht man das natürlich auch sofort. Ne? Ansonsten muss man jetzt wieder in den Eigenschaftendialog gehen und gucken, was ist da eigentlich los. Hier ist ein Klick. Das ist ja die normale Funktion auch in Vicado, wenn Sie neue Folien anlegen. Die werden ja nicht einfach überall aktiv geschaltet. Dann, ne? Dann sieht das Ganze dann halt so.